Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Ihr hört es im Hintergrund. Leute, das war der Horror. Ich bin mit dem Homburger Zug gefahren, wo nur Homburger waren, mit dem Trikot. Ach du heilige Scheiße. Eins kann ich euch sagen, nie wieder. Zum Glück waren noch zwei andere von meinem bekannten Kreis mitgefahren. Da war ich nicht so alleine. Und ich kann euch garantieren, das wird ein kranker Vlog, so wie ich mitbekommen habe. Homburg hat was Krasses geplant. So, ich bin jetzt drin. Bin gespannt, wie das Spiel wird. Auf geht's, SVE! Und bei diesmal sitze ich wirklich vorne. Und ich kann mit Elversberg ins Stadion gehen. Also, wie ihr seht, sind doch ein paar mehr Leute von Elversberg ab, wie ich erwartet hatte. Also, so früh war ich noch nie im Stadion. Da hinten sind die Mannschaften schon, also von Homburg. Und von der SVE, die Fans, es werden noch mehr. Von wegen. Elversberg hat wenig Fans. Tja. Und Leute, ich hätte noch was zu beichten. Aber das sage ich erst am Ende des Videos. Also seid gespannt und bleibt dran. Also wie ihr es mitbekommen habt und gesehen habt, der Block führt sich langsam bei der SVE. Unsere ELV. Ich kann mir denken, dass die Saarbrücker-Fans für Elversberg sind und nicht für... Ja. Wer diesen Pokal gewinnt, zieht automatisch ins DFB-Pokal ein. Also das hätte jetzt nicht Sinn müssen. Die Spieler kommen rein. Schalalalala, schalalalala, Hamburg, Scheiße. Also Elversberg kann das Double machen. Aufstieg. Saarland-Pokalsieg, DFB-Pokal, auf geht's, SVE! Jetzt! Es freue, Ole! Komm jetzt! Es freue, Ole! Yay! Ja! Oh!
2-0. Also jetzt macht Eversberg leer. Halbzeit, Eversberg führt 1-0, verdient, Eversberg bessere Torchancen hatte. Was hat eigentlich der Kiefer von Hamburg? Es kann sein, es bahnt sich die Verlängerung an. Es hat sich angebahnt, es geht in die Verlängerung. Dann wird er Eversberg holt das Double aus Meisterschaft und Pokal. Die Eversberger werden jetzt feiern. Das war's jetzt mit dem Video. Und ich habe was versprochen, was ich euch verrate. Okay. Hier ist die Lösung, beziehungsweise die Antwort, ich bin kein Paris-Fan mehr.